Wir reagieren auf Folge 4 von Seven vs. Wild. Staffel 3. Let's go. Los geht's, Freunde. Rein in die Masse. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall irgendwie das Bett ein bisschen zu erweitern. Das Bett ein bisschen auszubauen, ein bisschen mehr zu polstern, damit wir irgendwie die... Meine Taktik in der Situation? Aufmerksamkeit schenken, Problem ernst nehmen, Verständnis zeigen, aber auch dann schnell vom Thema ablenken. Weißt du, dass du dich so reinsteigerst. Du musst schon sagen, ey, ich kann es verstehen, bababam, komm mal her hier, dies, das. Aber du musst, aufmuntern ist Quatsch so. Das ist, so, wo du denkst, ey, jetzt übertreib nicht, mach jetzt keinen Hampelmann, mach keinen Clown hier. Aber einfach dann so, ne, du hast einmal durchgesprochen, du hast angesprochen, du hast auch gezeigt, ey, ich bin für dich da, alles gut, bla bla bla. So, du kannst mit mir über alles reden. Aber dann natürlich versuchen, Fokus weg wieder von dem Thema irgendwie. Ja. Es ist richtig schade, wenn man weiß, man hat Rückenschmerzen und man kann einfach nicht weiter oder man kann oder hat dann unglaubliche Schmerzen und man muss vielleicht so überlegen, ob man weitermachen kann oder nicht, wenn es so weh tut, wenn er schon weint, gehe ich davon aus, dass das schon sehr serious ist. Das ist halt richtig scheiße, weil du machst bei so einem großen Projekt mit. Für Martin natürlich jetzt umso mehr. Ich meine, da ist ja ein Survival-YouTuber auch noch und wenn der dann jetzt wegen dem Rücken ausfallen würde, dann wäre das absolut verständlich, weil da kannst du einfach, es kann solche Schmerzen bereiten, ja. Aber es ist trotzdem für viele halt nicht verständlich, weil die sagen halt dann, ja, wegen dem Rücken raus, keine Ahnung, so, deswegen macht er sich sicher auch Sorgen, der Arme. Ihr bastelt mal. Ja, Rückenschmerzen ist nicht funny, Digga. Rückenschmerzen bocken nicht, Mann. Krass, haben wir das gar nicht gefilmt und thematisiert und gezeigt? Also ja, man hat gesehen, dass wir die gesammelt haben, aber wir haben halt den kompletten Kanister voll gemacht. Und das ist ja so eine Weichspülerflasche oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter, die hat 2,5 oder so. Das war schon richtig, richtig viel. Also das ist mal ein Volumen, oder? Also das ist schon krass. Das ist schon krass. So, wenn du immer überlegst, diese kleinen Heidelbeer-Töpfchen und hier ein bisschen. Und hier ist halt einfach wirklich 2,5 Liter voll. Das ist schon geil. Wir haben jetzt ein bisschen gechillt. Joey hat in der Zeit schon... Die haben ja schon ganz schön viel gechillt bisher. Ist ja schon Tag 2. Mittags. Die Sonne ist oben. Kein Dach, kein Bett. Steine gelutscht. Viel unterhalten. Wir haben jetzt ein bisschen gechillt. Also Jan ist irgendwie da. Jan macht ein bisschen den Chris. Und hat hier einen fetten Ast. Auch gut. Jan lässt sich erstmal arbeiten. Erstmal in 50-Jährigen arbeiten lassen. Ich filme. Ich dachte echt, wir sind schlecht, weil wir ja 2-3 Stunden in den Wald gelaufen sind, kein Wasser gefunden haben und zurückgegangen sind. Alle Energie war weg, danach war alles langsamer. Romatra war am ersten Morgen schon, man trägt einen Stock und muss sich erstmal hinsetzen und atmen und sowas. Aber ich dachte, wir sind schlecht in der Zeit, aber verglichen mit allen Teams ist unser Shelter ja absolut geil und das Bett. Joey, die Maschine schleppt einfach mal einen Baumstamm alleine weg. Das ist so krass anstrengend. Wenn das so ein ganz bisschen Steigung hat und dann diese runden Steine, die immer wegflutschen und die schweren Schuhe und das Gewicht und dann den Holzstamm. Also klar kann man irgendwie damit so ein bisschen improvisieren, aber das ist teilweise richtig scheiße schwer. Das ist dick, du kriegst es nicht gesägt, das heißt, du musst es immer so lassen. Es hat komische Formen, es ist alles so rund gelutscht und ab und... Ja... Aber es kann auch einfach sein, dass dieser Anfangshype und sowas natürlich jetzt weg ist, was auch völlig normal ist. Und dass natürlich jetzt auch nach 24 Stunden ohne Nahrung der Körper auch erstmal sich umstellt. Wir brauchen Fisch. Da haben die aber gar keine... Also offenes Meerangeln ist ja unglaublich schwierig. Aber die haben noch eine relativ coole Bucht da eigentlich, ne? Währenddessen trinke ich mir unser Kaliumwasser. Der Test für den Magen. Auch das leider, schade. Wichtige Szene gewesen. Kaliumpermanganat, Freunde, ist das, was wir hier trinken. Das haben wir... mitgenommen als Tipp vom Ja-Kommando. Und da muss man echt sagen, das ist jetzt echt schade, dass die es nicht reingeschnitten haben, weil wir haben das richtig, euch richtig cool gezeigt auf Kamera, wie man da nur ein ganz kleines, ein, zwei Körner nehmen darf. Sonst vergiftet man sich den Körper und man kann daran sterben. Du kannst sogar damit dem Wasser desinfizieren. Ja, so chemisch ist das Ganze. Da reichen 2 Körner an der Messerspitze, die haben wir ins Wasser da reingeschmissen und ist richtig so blau runtergenieselt, sah richtig heftig aus. Und das ist das, was wir hier trinken und empfohlen vom Ja-Kommando, weil hat er eben den Vorteil, man kann es anzünden, man kann es zum Wunddesinfektion nehmen, also einfach wieder ins Wasser rein und dann aber in höheren Dosis, eine ganze Messerspitze vorne und dann über die Wunde drüber und dann desinfiziert es auch die Wunde, also perfekt fürs Survival. Und gleichzeitig hat es auch den Riesenvorteil, dass es nicht nach Chlor schmeckt. Kaliumpermanganat, großer Geheimtipp. Ein der Gummi. Kann ich mich noch daran erinnern,
wo ich dich auch zum Bahnhof gefahren hatte, und du das mir so irgendwie noch erzählt, ja, ich hatte gerade noch mit Knossi gesprochen, der hat richtig Schiss. Weißt du noch, Zitat mein Vater, Knossi hat richtig Schiss. Und dann, ich bringe ihm so irgendwie kleine Angelfische mit, hast du mir gesagt. Der hatte mich ein paar Mal angerufen und sagte, Joy, was tippst, was bringst du in die Flasche, was machst du dies, das hast du nicht gesehen. Und weil, klar, er hat natürlich Erfahrung, 7 Tage, aber jetzt reden wir über 14 Tage. Das machen wir, und wenn Apple wieder kommt, versuchen wir wieder zu fischen. Bro, wenn ich das gucke, ich habe wirklich so krasses Gefühl, die haben so viel mehr moderiert als wir. Digga, das ist wirklich so krass. Das habe ich auch letzte und die vorletzte schon gesagt, aber wir waren da so im Challenge-Mode. Fuck mich Loki ein bisschen an. Aber am Ende des Tages, keine Ahnung, wir haben es halt noch nie gemacht. Und Digga, wir waren so in diesem, okay, wir müssen es den Leuten zeigen, Modus. Digga, wir waren so drin. Stunden ins Wasser, das ist so krass. Wahnsinn. Aber ich finde es auch super interessant. Ich habe das ja alles selber durchgemacht. Ohne... Also, krass. Stunden ins Wasser geschaut. Workout, baden, rauchen, nochmal angeln, bisschen Bären sammeln. Und dann schon direkt in die nächste Nacht. Irgendwo da vorne? Ich kann es halt null einschätzen. Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus, ob das jetzt hier... Es sieht für mich erstmal nach einem Bereich aus, wo ich sagen würde, ja, hier könnten Fische irgendwie so aktiv sein. So an Felsen suchen die sich das immer. Es sind keine krassen Strömungen hier irgendwie. Aber, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich... erzählt, was ich alles bringe, und er sagte, ich brauche noch, warte mal, da ruft Stefan Raab an. Willst du dran gehen, Papa? Stefan, ich bin im Call, kann ich dich eine Stunde anrufen? Bis gleich, Stefan, tschüss, tschüss. Also erstens hat er gratuliert zu VOGUE-WM. Zum Sieg? Ja. Okay, ja. Über SMS und gesagt, dass er mich heute anruft, aber ich bin von heute Morgen schon unterwegs am Arbeiten und Ja? Ja. Weißt du, was eigentlich diese richtige Fusion gewesen wäre für Seven vs. Wild? Nee. Du und Stefan. Stefan Raab? Das wäre krass gewesen. Schreib das mal in die Kommentare. Das wäre ein heftiges Team gewesen. Weil ihr wart immer Konkurrenten, aber da wärt ihr zusammen gewesen und ihr hättet wahrscheinlich euch richtig die Hand gegeben. Der hätte das locker durchgezogen. 14 Tage. Stefan Raab ist Killer. Oh Mann, oh shit. Schwer. So ist. Aber da kam auch so ein bisschen. Man merkt jetzt, so 24 Stunden sind rum und diese Anfangseuphorie ist so ein bisschen abgesackt, ne? Also jetzt bei anderen auch, was auch völlig normal ist. Aber ich finde es trotzdem spannend, die jetzt schon so ein bisschen zu beobachten und zu sehen. Wir sind jetzt Bären sammeln. 3, 4. Da waren Leute schon wieder so sauer, ne? Warum ritzt du das nicht in die Erde oder in den Stein oder sowas? Warum muss man dafür einen lebenden Baum nehmen und seine wichtige Rinde abmachen? Wo Leute beschwert haben, den Baum verteidigt haben, dass man nichts in Bäume reinritzen darf und so. Das ist so krass. Das ist so krass. Der kackt da hin. Der kackt da einfach hin. Hattet ihr euch schon beim Kacken gefilmt? Gegenseitig? Nee. Scheiße. Jan, film mich mal, ich kack jetzt. Was? Was nicht? Okay. Das ist bekloppt. Ja, beim Deutschlandlauf habe ich mich schon mal gefilmt. Lol. Das ist krass. Das sieht ja aus wie bei Papa Platte und Rietzmann. Die Spannung steigt. Das Ding ist halt, dieses Netz, was die haben, wenn das da machen, das ist halt irgendwie so ein Klumpen so, ne? So sieht das zumindest aus. Das, was wir aufgebaut haben, ist halt so ein Stellnetz, was wir so aufgespannt haben, wo du so eine richtige Barriere schaffst. Weiß ich nicht, ich würde sagen, dass so ein Stellnetz irgendwie besser ist. Jetzt wird es weitergebaut. Wir haben uns final dafür entschieden, mit dem Shelterhead. Bro! Der Shelter ist overhated, Bro! Er ist nicht so schlecht! Der sieht so arsch aus. Er sieht ehrlich okay aus, Bro. Das ist Tag 1, Mann. Beziehungsweise halt Tag 2, aber wir haben an Tag 2 noch nicht weitergebaut. Also das haben wir alles geschafft in Tag 1. Real Talk solide, Mann. Der ist underhated. Mann, Bro, shut up. Es sieht auch nicht aus wie die verfickte Goldmine aus Clash of Clans. Okay, könnt ihr aufhören? Könnt ihr aufhören, das reinzuschreiben? Es ist nicht die Goldmine aus Clash of Clans, okay? Bro, es ist wirklich ein solider Shelter. Ja, ich finde das Shelter aber ganz witzig. Also ja. Sehr, sehr fein gemacht, mit ganz wenig dünnen Stecken. Es macht absolut das, was machen soll, nämlich die Plane hier drüber spannen. Aber ich glaube, dass die noch nicht fertig sind. Na, wir sind noch nicht fertig. Das war jetzt ja nur mal für die erste Nacht, glaube ich. Okay, ich dachte nur, für ein Grundgerüst wäre es halt sehr, ist halt sehr dünner Stock und so. Sporadisch. Wenn du da noch viel drauflegst auf den, siehst du, es da ein bisschen feucht, wirkt es halt.
als wäre der schon ein bisschen morsch, mhm, und dass sie dann durchbricht. Hoffentlich klappt das alles. Mhm. Wünsche denen vom Herzen das Beste. Wir haben jetzt die Plane noch. Ey, sieht richtig gut aus. Hä? Geil, so richtig hier mit drei Beinen, schöne schräge Konstruktion. So, drunter so Querbalken, dann obendrauf nochmal welche festgebunden zum Gegenkontern. Einziger Gedanke, den ich jetzt habe, zumindest hier unten, hier ist ein bisschen Wasser frei. Wenn das Wasser jetzt hier drauf läuft, kann sein, dass das hier irgendwie am Stock hängen bleibt und dann hier so zur Seite und dann runterkommt irgendwie, ne? Aber so jetzt erstmal auf den ersten Blick, also dafür, dass die ja mit der Materie nichts zu tun haben, sieht das doch vollkommen stabil aus. Das ist so ein krasser Spot. Bei Knossi haben wir auch so Wiesen gesehen, ne? Ich kann euch sagen, wir haben echt viel abgesucht. Das gab's nicht. Ich gönne denen das auf jeden Fall. Es ist auch geil, dass die Spots so unterschiedlich sind. Aber dass die so unterschiedlich sind, ist der Wahnsinn. Wir hatten da echt eine große Bucht. Also so einfach so Rasen oder Gras. Das ist krass. Aber bringt einen ja keinen Vorteil. Sieht nur cool aus, ne? Das Moos sieht natürlich geil aus. Weil das halt dann so Bushcraft-mäßig aussieht. Allerdings, die haben es selber erwähnt, weil die Plane, die ist ja nicht wirklich so steil. Die ist ja relativ, sag ich mal, von der Senkrecht. Natürlich ab, aber jetzt nicht so ein Winkel, dass das Wasser direkt abfließt. Wenn es regnet, sammelt sich das Wasser erstmal in diesem Moos. Das bleibt auch. Und das wird dann halt, wenn die das wirklich komplett zumachen damit, ich glaube, das Risiko ist viel zu hoch, dass das einkracht, dass das wirklich, ja, dass die Plane es vielleicht nicht hält. Ja. Deswegen würde ich anstatt dieses Moos, was cool aussieht, Äste von den Tannen quasi abschneiden, mhm, und dann halt drauflegen. Richtig ist, dass man halt Sonnenschutz, sonst ist es da drunter wie so ein Gewächshaus, wenn man tagsüber sich von der Sonne schützen will oder von Wind und Wetter und trotzdem innen drin dunkler haben will, dann würde ich dann halt das mit Äste machen. Das, so haben wir quasi unsere Hürde gebaut, aber das werdet ihr auch sehen. Dieses Moos ist viel zu schwer. Das ist halt so ein Punkt, das kann ich mir halt nicht vorstellen, ne? Also das ist ja hier alles noch flach, so beim Reingehen. So, das ist jetzt hier angekommen bei einem Meter oder so. Hofft, dass hier dann die Fische etc. reinkommen und den Weg nicht wieder rausfinden. Das machen wir jetzt, befestigen das fix und dann... Übertrieben smart. Mit den Sachen, die da gefunden wurden. Holy shit. Das ist eine krasse Idee. Digga, what? Also wenn damit was gefangen wird, dann ist GG. Ich frage mich, was sie mit diesem Riesenmaschennetz fangen will. Delfine? Fragezeichen. Wie krass wäre das, wenn sie einfach einen scheiß Delfin rauszieht. Was glaubst du? Klappt es? Fast unvorstellbar. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen oder den beiden, aber kann funktionieren. Es hat so eine Art Schleuse, aber dass es genau so öffnet, dass das alles, dass da genau ein Fisch reinschwimmt, nicht mehr rauskommt, von der Größe her so groß ist, dass er nicht da durchpasst. Die Chance ist fast, die ist gleich fast null, aber ich glaube, worth a try. Versuch ist wert. Ja. Weiß ich nicht. Also klar, erstmal coole Idee und innovativ und kreativ und ausprobieren und so, saugeil. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktioniert, oder? Machen wir jetzt. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber eins muss man sagen, dass sie was macht, ist geil. Dass sie einfach nicht nur einfach sagt, okay, jetzt killen wir einfach Zeit, sondern halt, dass sie Sachen ausprobiert. Und Krebse da reinsetzen, das wird auch nichts bringen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die Fische so doof sind, dass sie dann den Krebs anknabbern und dann sich in den Netz verhaddern. Sondern halt, das sind ja Netze von Trawlers, von Fisch, von Schiffe, die quasi unten am Boden quasi einfach gezogen werden und die Fische bleiben innen drinne hängen. Ja. Aber das ist kein Netz, wo die Fische sich verhaddern, die dann quasi und trotzdem ausprobieren und alles, was ist, ich meine, eins muss man sagen, guckt ja mal, wie viel Korde die gefunden haben. Das sind ja Massen, das ist ja so geil. Damit kann man so viel bauen. Das ist natürlich auch, also ich finde die Stelle von den Mädels, was ich bis jetzt gesehen habe, ist die absolut geilste Stelle. Die haben eine tolle, sag ich mal, optimale oder optimalsten Stelle bekommen oder einfach Glück gehabt, dass sie das bekommen haben. Um 14 Tage im besten Fall zu überleben. Ich denke, auf einmal sie hat einen Badeanzug an. Warum hat Affe einen Badeanzug dabei? What the fuck?
Hat sie als Unterwäsche einen Badeanzug an? Ja, stimmt. Was rede ich eigentlich? Schwimmoutfit war ja gar nicht, erlaubt. Hat jeder so eine Badehose eingepackt? Na, aber sie hat... Ja? Ein Badeanzug als Unterwäsche. Oder so ein Body, keine Ahnung, was das Boah, ist. Boah, das fände ich richtig ungemütlich. Aber als Frau, ja. Das wäre gar nichts für mich. Aber ich glaube, es hat irgendeinen Grund gehabt, wieso sie das gemacht hat. Echt? Ich weiß nicht mehr, welchen. Das würde mich interessieren, welcher Grund das war. Weil, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber hast du immer so Spannung? Ja, erstens mal mehr Stoff. Ach so, wärmer, ja. Das stimmt, das ist wärmer. Irgendwas war da, irgendwas. Hat sie einen Badeanzug mit? Oder hat sie einen Badeanzug als quasi Unterwäsche gewählt? Statt Unterwäsche? Ach krass, als Unterwäsche im Badeanzug. Aber ist das nicht super unangenehm? Ey, einen Tag nichts essen, weißt du, wiegt ja 55 Kilo, dann in 1 Grad kaltes Wasser, Schuhe sind feucht und nass, nasse Socken, meinte sie ja auch. Wenn du kein Essen hast, kriegt sich der Körper fast, also viel, 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 viel schwerer, kann er seine Körpertemperatur halten oder hochfahren. Ich hab mir die Schuhe geholt, damit ich auf gar keinen Fall umknicke. Was einen rausbringt, du kletterst über Steine oder Wurzeln im Wald, knickst um, Außenbänderriss oder irgendein Scheiß und bist verletzt, muss abgeholt werden. Jetzt habe ich mir die Ogertreter aus der Hölle geholt. Die hat mir auch Otto empfohlen. Die sind auch toll. Die sind auch super toll. Aber am Sand, weicher Sand und so schwere Schuhe und du musst jedes Mal den Fuß wieder anheben. Es ging nicht mehr. Das ist ein Bild für die Götter. Und ich habe mir meine scheiß Schuhe auch zu. Meine scheiß Hose auch zu kurz abgeschnitten. Ja. Als würden die ganzen Reise und so, die ganze Rückwärts gelaufen. Wie nervig direkt am Anfang. Ja, sehr nervig. Wir sind 24 Stunden drin, ich kann mein Bein nicht mehr heben. Warum nicht barfuß am Strand? Da waren zu viele Muscheln, zu viele Steine. Das war ganz schrecklich da. Dass immer nur mal ins Meer gegangen ist. Höllische Schmerzen. Also ich erlaube oft, ich kann auch so. Steinstrände ist nicht so schlimm, aber da waren wirklich nur so Muscheln. Du hast direkt unterm Fuß geblutet. Du hast direkt geblutet. Wir haben keinen Wasserfilter dabei und können gerade kein Wasser kochen. Das ist so ein Krampf, da drin zu kochen. Alter, was? Das ist. Wusstest du, das ist Nein. vorbei. Das ist, also. Guck dir mal das Wasser an, wie das aussieht. Das ist ja wie Pisse. Das ne? da soll das Wasser das sein. Das ist das Wasser. Das, ich dachte zuerst, das natürlich ist, wusste ich, dass das nicht real ist, aber ich dachte, das wäre erst Schnaps. Als ich es im ersten Sekunde gesehen habe, das sieht aus wie Schnaps, Nein, so selbst gebrannt. Das ist das Wasser, was vom Bach kommt. Unser Wasser sah genauso beschissen aus. Genauso gelb. Und noch dunkler und noch irgendwie, das hat Gefühl gestunken. Viel Spaß. Wenn du keinen Filter hast oder diese, sag mal, Tabletten, dann ist ein Problem. Und die können, die haben jetzt keinen Topf abzukochen. Boah, das heißt, warte mal, das ist jetzt Beginn von zweiter Tag, also nachmittags. Wir sind abgesetzt worden, alle so roundabout 12, 14 Uhr. Das heißt, wir haben keine 30 Stunden, sind wir schon, und die haben ein Wasserproblem. Hm? Oh, Romatra ist gebrochen. Der gute NASA-Topf hat Löcher. Scheiße. Oh, das ist echt ein Fake. Sie haben keinen Wasserfilter. Wieso nicht einfach Wasseraufbereitungstabletten? Weiß ich nicht, ob sie haben. Er braucht nicht, so wie es halt jeder macht. Ja. Wasseraufbereitungstabletten. Das ist sowieso, wenn es immer abkochen muss, ist ja auch viel mehr Arbeit. Also ich weiß bei Gott nicht, wie man auf die Entscheidung kommt, dass man, angenommen, ich weiß es jetzt nicht, wie die Lage ist, aber es scheint jetzt so zu sein, als hätten die Jungs keine Wasseraufbereitungstabletten mit. Sonst würden sie dir jetzt einfach nutzen. Du brauchst ja nicht aufkochen, ja. Macht ja keiner. So eine ganz kleine Tablette rein, 30 Minuten, die sind so mini, da kannst 100.000 in so ein Ding reinbringen. 10.000, das ist nichts. Immer irgendwie reinschütten, hinten nach, ganz egal, Wasser ist das Fundamentalste und Wichtigste da draußen. Dann schreiben sie, haben sie zu wenig. Sie haben zu wenige Wasseraufbereitungstabletten. Die haben ein paar, aber wollen sich aufheben. Die haben ein paar, scheiße. Also das ist wirklich in der Vorbereitung, muss ich leider so sagen, wie es ist, ein ganz, ganz schwerer Fehler. Kein Wasserfilter und Wasseraufbereitungstabletten, einfach nur ein paar. Weil man davon ausgeht, dass man ja Wasser abkochen kann. Wir hatten den größten Kochtopf dabei. Vor allen Dingen, Wieland und Max haben uns, glaube ich, von ihrer Metallfolie da, von ihrer Kupferfolie, was abgegeben. Und bei uns hat der Kochtopf funktioniert. Das ist auch ein geiler Plot-Twist. Das ist so krass, ne? Das war so krass. Und in seinem Kochtopf aus den Proben haben 700 Milliliter reingepasst. 700 Milliliter konnten wir
kochen. Damit wären wir von allen Teams Platz 1 am meisten kochen. Die andere Option dazu wäre dieses kleine Titanrohr von Niklas on Fire, was auch die Mädels dabei hatten. Das fand ich auch nicht schlecht, weil das so stabil ist. Aber das mit dem Rumatras Kochtopf hat geklappt bei den Proben, bei beiden Proben. Und dann hat er sich gedacht, er nimmt eine dicke Dünner und dann können wir anstatt 700 Milliliter kochen, irgendwie 2 Liter kochen. Aber wie zum Fick, was bringt es, das 2 Liter zu kochen? Dann koche ich lieber 2x 700, das reicht ja dicke. Wofür musst du 2 Liter kochen? Das ist dann auch viel zu schwer zu transportieren. Das hat er mir nicht gesagt oder nur nebenbei. Auf jeden Fall war es zu spät. Das Ding hatte 500 Löcher. Das ist schon nur wegen der Salzluft, ist das auch oxidiert. Und durch das Falten, das Ding war für nichts zu gebrauchen. Für gar nichts. Für überhaupt nichts. Jetzt, wir sind das Einzige, wir haben keinen Wasserfilter mitgenommen, weil wir den vollen Survival-Aspekt drin hatten. Einfach Wasser durch den Wasserfilter quetschen, ist uns zu simpel. Also ich kann die anderen Teams ja auch machen, kann jeder selber machen. Wasserfilter waren wir vorne rein, wir wollen keinen Wasserfilter. Wir wollen Wasser kochen. Und jetzt ist unser Kochtopf weg. Das ist krank. Das ist richtig krank. Von all den Teams, auch wenn wir mit das beste Bett und Shelter momentan haben, haben wir jetzt die schlechteste Ausgangslage. Als Bratpfanne vielleicht. Nee, auch das nicht. Das waren nur Löcher. Das Ding hatte wirklich 70 Löcher. Die vielleicht nicht Wasser kochen, sondern Wasser braten? Was für eine Scheiße. Krass, dass ihr da nicht in ein Loch fallt. Ja, das ist krass. Das ist richtig. Das ist ein richtig fetter Bruch. Kein Wasserfilter, kein Kochtopf. Und die Chlortabletten haben wir nur wenige von. Wenn die alle ist, vorbei. Scheiße. Scheiße, Alter. Ja? Life is a learning, life is a lesson. Die war so geil beim Testen. Romat hat alles so oft durchgerechnet in der Theorie. Der hat da so dran rumgefeilt. Das Konstrukt war perfekt. Aber dann wurde er zu gierig. Romatra hat mir zu mir gesagt in den Probestreams, wenn wir das Titanrohr von Niklas on Fire mitnehmen, kommt er nicht mit, dann kann ich alleine fahren. Nehmen wir das Titanrohr von Niklas on Fire, kommt er nicht mit. Da hat er keinen Bock drauf. Jetzt haben wir nichts. Aber ganz ehrlich, irgendwie macht das für mich die Situation sympathisch. Erstens, Max rastet gerade nicht komplett aus und beleidigt ihn oder sowas, im Sinne von, du bist schuld und bla, und steigert sich da rein. Sondern irgendwie sind sie einfach reflektiert und sagen, ja gut, da wollte ich halt einfach zu viel. Hat halt einfach nicht funktioniert, war halt einfach dumm. Aber irgendwie macht das sympathisch für mich, sag ich ganz ehrlich, finde ich gut. Hast aber noch entspannt reagiert. Ja, Digga, in der Situation wäre das auch so chillig, Vorbereitungsstream, 48 Stunden draußen. Hätte jetzt wahrscheinlich unseren Shelter zusammengetreten, unsere Folie verbrannt und Romatra wahrscheinlich an den Baum gebunden. Aber wir wollen die 14 Tage schaffen, da bringt das nichts. War das Blech so kaputt? Das Blech war unendlich kaputt. Völlig kaputt. Da tat mir Wieland echt leid, er hat sich so viel Mühe gegeben. Boah, in dem Helm Wasser abkochen und dann daraus saufen, Alter. Boah, da kannst du dir aber gleich einen neuen Organismus bestellen, glaube ich. Nee. Aber ich hoffe, die machen's. Ist aber auch spannend, so müsst ihr kreativ werden. Ja, ich find's auch, also, ist zwar scheiße. Guck mal, wir wollten den Wasserfilter nicht mitnehmen, damit es spannender ist. Jetzt haben wir den Kochtopf verloren. Jetzt wird's noch spannender. Auch gut. Ich irgendwie für eine beschissene Idee. Ganze Kunststoff, der sich da irgendwie löst. Ich bin da kein Fan von. Schmilzen tut das tatsächlich eigentlich nicht, weil das Wasser den Kunststoff wieder runterkühlt. Wisst ihr, was ich meine? Aber entästet. Alle entästet. Oh, ich hab's in der letzten schon gesagt, aber Digga, entästen war so geil. Das war mein Favorite, Bro. Ich hatte das irgendwann so raus, Alter, da bin ich dann so lang gegangen und hab die immer so runtergeruppt, Junge. Und das dann, oh, das ist so clean, einfach. Es ist so zu sehen, wie das Ding immer freier wird. Puh. Alle auf die gleiche Länge. Wait, heißt es entasten oder entästen? Ne, die wir vorhin gefällt haben. Ich find's ein bisschen süß, dass die das hier so mit Stein ausgekleidet haben, irgendwie. Weiß nicht warum, aber. Also optisch finde ich's geil. Ich weiß ja nicht, warum sie das gemacht haben, aber die haben so gut was vorbereitet, so ein bisschen. Ist jetzt nicht allzu viel, aber schön klein, ein bisschen größer. Ja, richtig nach Lehrbuch hier. Der ist echt größer, als er auf dem Bild aussieht. Also hier drinnen passen, kann man mit 3 Leuten pennen. Das ist echt breit und riesig. Geil. Es sieht für mich super ungemütlich aus, was das Bett angeht. Wirklich Vollkatastrophe. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen vom Untergrund, als auf so unterschiedlichen Bäumen da drauf zu liegen, aber ja. Der ist schon fertig eigentlich. Die ist schon fertig? Kannst du nur reinlegen. Oder wirkt es jetzt so, es geht schräg hoch? Ja, das ist ein bisschen, da würde ich mich sofort reinlegen. So, längst sogar, kannst du mit dem Kopf bis safe. Ja. Dann so, und einfach nur Baumstämme schräg ran. Das ist perfekt. Ich würde einfach Baumstämme da schräg ranstellen. Ja, ich würde mir schon ein bisschen so an Wall. Ja, so das ein meine ich ja. Aber meinst du, ja, genau. Ja. Würde ja. Und ausgraben, damit es gerade ist. Ja, genau. Und dann Baumstämme dran. Ja, perfekt. Ja. Hä, hey, krass, es ist so ganz anders, oder? Irgendwie ist so der. Krass.
Vater-Sohn-Vibes. Ja, Jan wirkt richtig so schüchtern zurückhaltend plötzlich, ne? Das ist doch niemals weniger anstrengend, als ein Shelter zu bauen. Ja, das ist, also jetzt, die wollen jetzt dann eine Mine bauen und Eisenerz suchen und sich da 50 Meter unter die Erde graben und in Höhlen leben. Also das ist viel anstrengender als ein Shelter bauen. Ich sehe schon richtig Jans Begeisterung. Er hat gar keinen Bock. Er denkt sich so, lass doch einfach unter dem freien Himmel pennen. Das ist das Risiko viel so hoch. Also nochmal, wir sind an der Nordfront. Wenn wir Sturm bekommen, sind wir fertig. Wir müssen Notruf. Wir sind, wenn die Schlafsäcke nass werden, wenn die Klamotten nass werden, wenn es am Stück 2 Tage regnet, dann ist Game Over. Jan hat so gar keinen Bock. Das ist so geil, weil Jan davor die ganze Zeit so mega, er war so ein, ja, er war so, wie sagt man das, so ein positives Paket einfach und er ist hier so scheiße drauf. Ich hab hier vorne letzte Mahlzeit vor 24 Stunden. Richtig. guck mal, geil. Joey ist im Fokus von Shelterbau. Bababam, wir müssen da reingehen, Höhle bauen, Treibholzer. Und Jan sagt jetzt, nachdem es die ganze Zeit darum ging, indirekt, also ich habe das letzte Mal vor einem Tag was gegessen. Ich habe schon auch ein bisschen Hunger. Wie so ein Bauherr. Ich wollte das auch gerade sagen. Wie ein Bauleiter. Wie der Bauleiter. Zu seinem Lehrling. Was heute ansteht. So, Jungs, so Baubesprechung jetzt hier im Container. Was heute ansteht, das machen wir, das steht an. Der Lehrling macht einfach nur, nickt und tut das, was der Chef sagt. Sagt Punkt. Ja. Und Amen. Und Amen. Und anpacken. Es ist echt, also die Aufteilung ist da schon ganz klar zu sehen. Die Aufteilung ist ganz klar zu sehen und wir haben schon 40 Stunden nichts gegessen. Egal, arbeitsschutzgerecht gibt's keins. Wir schlafen am Boden und wir rackern da jetzt rein. Punkt aus. Ja. Alles, das ganze Material. Digga, wirklich, was in Jan vorgegangen ist, als er gesagt hat, und wir holen noch ein paar Stämme. Ich glaube, da ist wirklich komplette Ekstase gewesen in Jan drin. Ich glaube, der hat sich übelst gefreut. Oh mein Gott, geil, noch ein paar Stämme holen. Let's go. Ja. Wir bauen uns hier. Junge, da vorne Junge. Haben wir Tannen. Kranke Scheiße, ja. Das heißt, Plan. Boah, dieser Vibe zwischen denen ist gerade anders wild. Er ist gerade anders wild. Joey hat einen richtigen Plan, der hat eine Vision, der hat schon im Kopf, was er vorhat. Wir machen ein Vordach, wir machen hier so Dinger, wir graben uns frei, da vorne ist Tanne. Bam, 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 der ist komplett im Film. Und Jan ist gerade in der absoluten Realisationsphase, merkt, dass sein Körper gerade umschlägt, er überhaupt keine Energie mehr hat, merkt so und ist gerade an dem Punkt, wo er sich wahrscheinlich denkt, alter Lachs, verdammte Scheiße, was ist hier echt los? Wo bin ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Er weiß nicht, was ihn erwartet gleich. Der arme Junge, er war so am Schuften da. Er hatte uns da ausführlich erzählt, dass ich alle wieder zurückfallen, aber jetzt endlich mal die Aufnahme davon zu sehen, ist so schön. Das ist so toll. Es ist so geil. Also ich hätte es nicht gemacht, weil ich halt einfach Angst hätte, da jetzt super viel Energie reinzusetzen und dann kommt irgendwann eine Springflut, eine Sturmflut und macht da alles kaputt. Es wie er so ein bisschen aussieht, nee. Wie so ein entlaufener Kelly, den langen Haaren hinten. Du meinst er? Ja, ja. So ein bisschen, weißt du, was ich meine? Früher vielleicht, ja. So in den 70ern? Ja, kann man sagen, ja. Terraforming jetzt da auf Minecraft, boah, weiß ich nicht. Das kann halt auch richtig Energie ziehen, wenn du jetzt anfängst, da den kompletten Boden umzubauen. Digga, wir waren uns so sicher, dass wir mehr hatten, ne? Wir haben einfach 9 Stück mitgenommen, das sind 9 Liter Wasser. Die sind 2x2 Millimeter groß. Warum esst ihr nicht eigentlich irgendwas? Hast recht, Nick, Digga. Übelst dumm. Übelst dumm, what the fuck? Scheiße, Mann. Nee, aber das sind die Tabletten, war so unfassbar hohl. Also Real Talk, wir wollten eigentlich 33 Stück mitnehmen oder sowas. Oder was haben wir ausgerechnet? Ich glaube 2 Liter pro Tag pro Kopf, also 4 Tabletten pro Tag. Ja, wir wollten eigentlich, 56 Tabletten mitnehmen. Und am Ende in die Flasche haben es 9 Stück geschafft. Bruder, 9 Stück. Die hätten gar keinen Platz weggenommen. Ist das so dumm? Digga, ich komme auf mein Leben nicht klar. Wir hatten nur so ein paar Kupfertabletten, dann hatten wir keine mehr. Dann kamen wir zu deren Zimmer beim Flaschepacken und haben noch eine Packung, die hatten so viele Packungen davon, die hatten unglaublich viel. Dann haben wir gefragt, ob wir welche kriegen können. Die haben uns noch 2 Packungen geschenkt. Die haben uns 2 Packungen Chlortabletten geschenkt. Wir haben keinen Wasserfilter und unser Blech hat 70 Löcher. Wir wären gefickt. Wir hätten noch eine Nacht gemacht, dann wäre gefühlt vorbei.
Die haben uns gerettet. Aber ich war immer der Guide bei unserem Team. Immer wenn's, das hätte ich nie gedacht, dass das mal irgendwann passiert, weil eigentlich ist meine Orientierung übelst Arsch. Aber ich war immer der Guide, der Waldführer, Bro. Ich bin immer reingegangen und hab immer so die Spots gecheckt, wo wir lang müssen und so. Das war immer meine Aufgabe. Dominik ist immer hinterher gekraxelt, Junge, und halb gestorben auf dem Weg. Und ich war hier der Anführer in dem Moment. Das war meine Aufgabe, you know? Und Dominik war, wenn wir so in der Base waren, war Dominik der Feel-Good-Manager. Ja, das ist, ja, so, 300 Meter zum See, ist nicht weit, aber davon 300 Meter, das ist so toll. Oh, das sind endlich die Aufnahmen, die wir brauchen. Da stecken wir teilweise Stunden drin, Stunden. Man hat keine Energie mehr, man ist durchgeschwitzt. Und das ist der Fußweg, den man geht. Das ist so ein Moment, wo du dir innerlich sagst, ey, ganz ehrlich, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier, komm. Boah, da hatte ich wirklich Angst drauf zu gehen, Mann. Wirklich. Da müssen wir. Weil wie Dominik sagt, wenn wir da drauf gegangen, Alter, die hätten uns niemals gefunden in Time, Real Talk. Und da ging es so links, das weiß nicht, ob man es gleich sehen wird, da ging es so links und rechts vom Baum richtig tief runter, also locker nochmal so 2 Meter. Und da waren so Äste, die so nach oben gezeigt haben. Bro, wenn wir auf so ein Ding raufgefallen, nur Gott weiß. Du kannst ja nirgendwo langlaufen, es gibt ja keinen Waldboden. Mit einer Machete, auch nicht mit einer Machete, kommst du auch nicht durch. Das sind teilweise so dicke Holzstämme. Und dann ist da vorne nicht einer, sondern dann sind da so 12 vor dir. Du kommst auch mit der Machete nicht durch, so funktioniert das nicht. Die kommen vom Meer, die gehen jetzt einen ganz anderen Weg wieder zurück zum Meer. Und das ist schon mal quasi Fehler. Weil die verbrennen Energie, um einen Weg zu schlagen, was eigentlich schon über einen anderen Weg schon geführt worden ist. Vielleicht weil der andere Weg auch, sag ich mal, über Stock und Stein und so, dass man halt nicht gut gehen kann und versuchen jetzt einen besseren Weg zu gehen. Aber das kostet brutal viel Kraft. Nein. Aber weißt du, was ich mich frage? Ja. Wie finden die den Weg? Wie merken sie das? Ja, du kannst bei Bäumen irgendwas abbrechen und dann schauen, wo du gegangen bist. Normalerweise da, ja, du siehst... Du siehst nicht, ob da was abgebrochen ist. Wie haben die einen Kompass? Oder wie finden die wieder zurück? Oder auch zum Meer? Verstehe ich nicht. Ja, mit Kompass schwierig, dass du wirklich genau den Spot findest. Aber du merkst ja schon, das ist ja dann so ein Trampelpfad. Das sieht man. Wenn da jetzt durchgehen, muss vorher kompletter Busch weiß, der jetzt so einen Weg. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wäre für mich ein großes Problem. Weil ich habe null Orientierungssinn. Hab ich nicht. Naja, bisschen. Na, Schatz. Geh, nicht? Schlecht, wirklich schlecht. Ja, okay. Wir dürfen keine Scheiße. Richtige Entscheidung. Richtig. Das geht jetzt bergab. Da sind überall alte, kaputte Bäume, die runtergefallen sind. Du siehst unter den Grün nicht, du rutschst einmal ab und die Äste von den Stämmen, die quasi stehen spitz, wie man sieht, auf der linken Seite. Und dann wärst du schwer verletzt und dann ist vorbei. Und deswegen die Entscheidung, zurückzugehen und sagen, okay, erstmal zurück, erstmal sammeln, dann entscheiden, wieder den gleichen Weg oder einen anderen Weg finden, ist die richtige Entscheidung. Guck dir doch mal an, wie viel Zeug da dran hängt. Die ist auch schon komplett aufgeschummelt überall. Wie findet ihr die Hose? Ja, Mann, Bro, das war so dumm. Ich hatte genau da, aus irgendeinem Grund dachte ich mir, hey, für die Exkursion zum Wasser nehme ich keine krasse Hose mit. Das Ding ist, diese Hose, das war schon chillig so, weil es war wirklich krank warm, Bro. Wir haben krass geschwitzt auf dem Weg dahin. Und ich hatte halt nur diese Unterhose an. Okay, weil wir halt gar nicht gedacht haben, Alter, ich muss jetzt irgendwo langklettern. Wir dachten halt, als wir hingelaufen sind am ersten Tag, ja, okay, wir sind halt irgendwie 45 Minuten oder so, oder eine Stunde oder so sind wir hingelaufen, ja. Das kann niemals der perfekte Weg sein. Das ist niemals der richtige Weg. Es gibt safe einen übelst chilligen Weg zum Meer. Und wir haben von unserer Base das Meer gehört. Also dachten wir halt, ja, okay, hier gibt es halt irgendeinen chilligen Weg, da gehen wir jetzt mal einfach hin. Einfach mal so chillig zum Meer gehen. Ja, Arschlecken, Digga, auf einmal Mangrovenwald. Wie sollen wir 14 Tage schaffen? Ja. Okay, spannend. Aber genau das ist ja das, was du sehen willst, ne? Jetzt diese Gespräche untereinander. Luis hat gerade gesagt, er kann sich gerade nicht vorstellen oder weiß nicht, wie die ja 14 Tage schaffen sollen in der Geschichte. Krass. Romata meinte letztens im Stream, dass er so Tabletten von euch geklaut hat. Ja, hat er aber. Also wer hat uns vorher gefragt? Also wir haben Trimix und Romata haben wir so Wassertabletten abgegeben. Digga, Alter, Luis hat einfach hier ein Messer in der Hand. What the fuck? Während die da durchklettern, hat er einfach ein Messer in der Hand. Alter, da rutschst du einmal ab, fällst komisch, rammst. Oh. Wir konnten es auch nicht begreifen. Warum kriegen wir so einen Spot? Wir bereiten uns alle auf Kanada vor. Und jetzt haben wir ja genau die gleiche Scheiße. Ich war
ich, wenn man aufgeben würde, dann hätte ich jetzt nur abgebrochen und aufgegeben, damit das Team kommt, was für die Spots zuständig ist, damit ich mit denen reden kann, was die sich dabei gedacht haben. Das ist es. Ich hab, glaube ich, 20, 30 Mal die Kamera vollgelabert, warum man uns so welche Spots gibt. Ich habe es nicht verstanden. Ich hätte tatsächlich, aber keine Ahnung, ich weiß ja nicht, vielleicht haben die es ja auch gemacht, aber es wirkte für mich jetzt so, die kommen an dem Spot an, nur in der Wirkung, was ich gesehen habe. Ich weiß ja nicht, wie es in echt war. Aber es wirkte für mich so, die kommen an dem Spot an, gucken einmal links, gucken einmal rechts, sagen, ja gut, okay, dann gehen wir mal rein in den Wald. Ich hätte auf jeden Fall, wäre ich so lange an diesem Ufer irgendwo langgelaufen, meinetwegen auch, keine Ahnung, erstmal irgendwie eine Stunde lang in eine Richtung oder so, bis halt ein Rinnsal, Wasser, Fluss, was auch immer oder etwas, das danach aussieht, aus dem Wald ins Meer rausläuft. Weil das ist halt der Klassiker. Das hast du halt, das ist so ein typisches Inselphänomen, dass irgendwann kommt, wenn du eine Insel umrundest, kommt halt irgendwo Wasser raus. Sobald du auf einer Insel fließendes Wasser hast, muss das ja irgendwo rauskommen, sonst wäre es ja nicht fließend. Wisst ihr, wie ich meine? Das endet ja dann immer im Meer. Was? Na, dann kommt das noch? Digga, als ob sie das rausgeschnitten haben. Alter, was? Junge, Dominik ist übelst krank da hingefallen. Aber richtig böse. What the fuck, hä? Nein, 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 wir haben das gefilmt. Ich habe jeden Abend immer so das alles geguckt, als wäre es so ein Vlog. Bro, Dominik ist da übelst krank abgerutscht und runtergefallen. What the fuck, Alter, was? Wie haben die denn das rausgeschnitten? Digga, ich muss nochmal kurz Dominik anrufen. Bruder, ja. Du guckst auch gerade Seven vs. Wild, oder? Wir starten gleich. Ah, okay, okay. Ist jetzt kein das Spot. Okay, soll ich dir dann. Also, die haben eine Sache rausgeschnitten und ich will mich gerade darüber mit dir abfacken. Okay, dann sag an welcher Minute, dann rufe ich dich einfach da an oder so. Ja, das ist dann in 10 Stunden, Bro. Bro, du kannst dich doch dran erinnern, wo wir so durch den Mangrovenwald da durch sind und dann so ein Baumstamm so nach unten ging, ne? Wo wir so runtergekraxelt sind. Und dann irgendwann umgedreht sind, weil wir es nicht weitergingen. Ah, als wir versucht haben. Ja, genau. Das erste Mal. Bro, da bist du doch so turbokrank runtergefallen. Kannst du dich dran erinnern? Digga, das haben die aber nicht mit reingeschnitten, what the fuck? No way. Das ist nicht mit drinnen, Bro. Ja. Bro, ich dachte, das kommt nicht in der Folge. Das ist ja krank. Vielleicht kommt's noch, aber also da ist es gerade nicht drin. Oder ich weiß nicht, kommt das vielleicht in den Anhängen, das macht keinen Sinn. Also manche im Chat meinen, das kommt noch, aber jetzt, ich dachte, es hätte hier... Ich bin wirklich kurz an so einer spitzen Aststelle vorbeigefallen, fast aufgespießt. Ja. Okay. Warum ist das nicht drin? Du hast auch so deine Hose verletzt und so. Ich glaube, Chat meint was anderes. Das haben die rausgeschnitten, Bro. Digga, das ist ja geisteskrank, warum schneidet man das raus? Oder vielleicht hatten wir das nicht gefilmt? Vielleicht? Ja, man die Hose kaputt gemacht, meine ich, mit Hose verletzt. Doch, wir haben das gefilmt, Bro. Ich hab doch immer jeden Abend so Vlog geguckt. Ich hab doch immer so die Aufnahmen nochmal mir angeguckt, wie so ein Vlog. Ja. Da habe ich das gesehen. Aus der alten Vlogzeit noch damals. Also vielleicht haben wir es nicht geblockt. Also ich bin mir eigentlich zu 99% sicher. Ich glaube auch, dass wir das geblockt haben. Ich finde es geil, man merkt auf jeden Fall bei den beiden, die sind ganz klar fokussiert, die haben sich einen Plan gemacht, die gehen in die Umsetzung. Das ist irgendwie sehr schön anzusehen, muss ich sagen. Fällt mir. Und mit viel Anstrengung, das ist schon krass. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ist wirklich so, ich glaube die Leute könnten ja... Ich merke es ja immer wieder an gewissen Kommentaren und so weiter. Und ja, ich merke auch aus Zuschauersicht, dass man das auch jetzt hier so denkt, so ey, was haben die denn jetzt da? Da sind jetzt zwei Bäume abgesägt und jetzt ein so ein Querbalken rüber und jetzt bla bla. Aber macht's mal selber, Leute, wirklich. Macht's mal selber. Kann sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gemacht hat. Ist wirklich so. Boah, aber guck mal hier. Bei den zwei, ne, muss man einfach eins sagen, wenn man die verfolgt, das tue ich ja auch, erwartet man, dass die innerhalb von diesen 14 Tagen da eine ganze Stadt bauen. Auf den lastet ein großer Druck. Genau. Alter, das finde ich aber... Alle erwarten quasi, dass die, weil die bauen die krassesten, sagen wir mal, Hütten. Und, aber bei dem ist der Energie auch begrenzt. Und deswegen bin ich so gespannt, was die bauen, ob die auch die 14 Tage überleben. Ja, weiter. Viel zu aufwendig. Holy moly, übertreibt halt komplett. Ich hätte ja gedacht, aufgrund der Folie, die haben, dass die erstmal so eine Art Rahmen bauen. Also weißt du, so dass zwischen jedem Stock irgendwie so ein Abstand von 15 cm ist, noch ein paar Querlatten rüber und so ein Grundgestell, so ein Gestell meine ich, wo die Folie rüber machen. Aber die machen das ja gleich komplett dicht. Und im Wald war halt kein Holz. Oder, Mann, Jungs, ich will mich doch jetzt gerade nicht hinstellen und sagen, dass das Holz da scheiße war, wenn es mega geil war, Bro. WTF, wollt ihr mir jetzt sagen, von den Videoaufnahmen könnt ihr jetzt das Geiler gerade mitchecken oder wie? Ihr Wichser, das war da wirklich beschissen, Alter. Das Holz war richtig scheiße, Mann.
Und das ist so dichtes Holz. Aber warum ist das Holz rot? Weil es einfach diese Art von Holz ist. Das ist ja wie bei uns so Tuja. Weißt du? Was Tuja? Tuja, das sind so Bäume. So dichte okay. Bäume, die ganz Jahres... das ist diese Art von Holz. Das ist so massiv. Das wächst sehr, sehr langsam. Und das sind so kanadische Tuyas, nenne ich die einfach. Die einfach auch ewig brauchen, bis die wachsen. Und das ist Tag 2. Geil, aber bei denen kommt auch die Realisationsphase an. Das hatte Martin ja, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, ab wann es so richtig angefangen hat. Ab wann wir so dachten, what the fuck, Alter. Genau, wann war das? War das am zweiten Tag oder war das am dritten Tag, als wir an der Bar standen mit Dave? I don't know, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Es ist der Körper nicht gewohnt. Du hast 24 Stunden nichts gegessen, neue Situation, psychischer Druck und halt auch der Punkt, du weißt, das Ziel sind 14 Tage. Wenn das ein 48-Stunden-Overnighter wäre, wäre das eine ganz andere Nummer. Du wärst körperlich genauso am Arsch, aber deine Psyche wüsste, ey, komm, jetzt nochmal durchziehen. Eine Nacht noch pennen, morgen Mittag ist der Bums vorbei. Aber hier kommt diese Realisation und du merkst, 14 Tage, wir sind an Tag 2, willst du mich verarschen? Das sieht richtig toll aus. Boah, das können die. Das können die richtig gut. Ich fand unseren Shelter schon toll, aber der, ich finde das einfach klasse. Ich finde das so toll zu sehen. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber es gab einen Motivationsschub. Jo. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Übertreibt halt vollkommen, ey. What the fuck? Sieht ein bisschen aus wie mein Shelter, den ich gebaut habe, ne? Okay, unser Shelter ist im Vergleich dazu nicht cool. Ich verstehe schon. Aber real talk. Wie sagt man, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Versteht ihr, was ich meine? Und dieses Pferd hier, Bro, das hat sich alle Beine gebrochen bei der Landung vom Sprung. Versteht ihr, was ich meine? Da wurde alles gebrochen danach direkt. Ne? Wenn man da schläft, so wie er sagte, man fühlt sich viel sicherer. Ich stell mal vor, da kommen die Wölfe. Die knabbern jetzt nicht erstmal an die Fresse, sondern halt an den Füßen. Und da hat man auch vielleicht ein bisschen noch einen Moment irgendwie hier, um den Spray zu holen, die wegzuputzen. Sondern halt, das ist schon für die ersten 24 Stunden schon richtig krass. Krass, guck mal hier hinten, siehst du diese Gischt, von der ich auch gesprochen habe? Selbst jetzt bei klarem blauem Himmel. Guck mal, wie das hier hinten reinknallt. Und deswegen ist das hier so krüppelig und so komisch alles vorne. Aber krass, wie das auf einer Kamera anders wirkt. Man sieht das, und ich kenne ja zig verschiedene Strandbereiche von allen möglichen Touren irgendwie weltweit. Wenn du, das sieht so aus, als könntest du einfach reinspazieren, ne? Wenn du diese Aufnahme siehst, denkst du, hä, was? Du kannst doch einfach hier da reinlaufen. Wild, ey, krass. Also an Tag 2 schon mit Krücken gehen ist auch echt schlecht. Ja, du hast die Folge davor nicht gesehen. Der Martin, der hat Bandscheibe hinter sich und hat sehr, sehr große Wirbelsäuleprobleme. Und er hat Lähmungen an den Füßen und an viele Körperteile, weil die Nerven quasi an der Wirbelsäule geknüpft werden. Und das ist natürlich... Hat er sich das richtige Challenge für ausgesucht? Das ist natürlich schlecht. Schlecht. Aber ich meine, die beide haben so viel Erfahrung, die können sich ein Shelter bauen, wo die wahrscheinlich über Winter überleben würden. Da sehe ich kein Problem. Hätte ja auch einen Krebs drin sein. Hast du Martins Rücken dort mal massiert? Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, ihr habt auch irgendwie, also, wie ist er denn massiert? Man hat doch nicht irgendwie jetzt Muskelkater im Rücken oder irgendwas. Martin ist zornig, ja. Einfach mal einen Bandscheibenvorfall wegmassieren, man kennt's. Aber wenn ich zum Beispiel... Okay, noch kurz die Wirbelsäule mal ein bisschen massieren. Das war hoffentlich ein Vogel. Oh, Digga, das hat mir gerade so einen scheiß Angst eingejagt. Vor allem, wieso haben die da so einen Zaubereffekt drauf gemacht, hä? Ja, also... Einfach so ein Zaubereffekt, lol. Ja, du hast mir so eine scheiß Angst eingejagt. Tuk-tuk. Was war das? Ich weiß nicht. Aber die haben am ersten Tag einen Wolf gesehen. Nee, warte mal. Die haben keinen Wolf gesehen, sondern halt, die haben die Spuren von Wölfe. Aber volle Rohr. Ne? Aber was das war, das hat sich so ein bisschen so alienmäßig angehört. Ja, also vom Sound her war das wahrscheinlich editiert. Okay. Also eingefügt, aber trotzdem, es hat mich jetzt ziemlich erschrocken. Hanna und ich, und zwar haben wir uns jetzt vorgenommen, hier einfach einen kleinen Shelter hinzubauen. Ist natürlich richtig dumm, weil die Flut kommt hoch. Aber egal. Wieso machst du es dann? Hä? Ich muss nochmal kurz auf dieses Kommentar eingehen. Welches Kommentar? Servus.
Hat es eigentlich was gebracht, auf Knossi dein Revier zu markieren? Tatsächlich nicht. Der Knossi war trotzdem auch immer in meinem Revier unterwegs. Ja. Aber ist doch auch in Ordnung, wir waren ja auch Partner. Wirklich, die Mädels sind übelst nett, aber die haben mir einfach zu viel Spaß. Die sind einfach zu gut drauf. Es fuckt mich so ab. Nicht jetzt als Zuschauer, sondern einfach, weil ich auch weiß, wie es uns nach Tag 2 ging oder an Tag 2. Und die haben mir einfach zu viel Spaß, Mann. Das macht mich einfach sauer, wirklich. Die haben die Zeit ihres Lebens, Bro. Real Talk. Die haben so viel Spaß dabei. Die enjoyen das. Das macht mich so sauer, wirklich. Und eigentlich wäre das ja geil als Shelterplatz. Ey, die können da lang, das ist krass. Das ist krass. Ja. Das ist halt perfekt, ne? Das ist halt Waldboden. So stellt man sich halt einen Wald vor. Trotzdem große Bäume, du kannst hier einfach lang gehen. Aber? So ein easy Spot, ne, wir wissen ja nicht, wie es da hinten ist, aber das ist schon sehr selten. Das ist schon richtig krass. Das ist halt die andere Insel. Als ob die sich so unterscheiden. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer, das ist ja hier eine andere Welt. Guck. Sieht aus wie der verbotene Wald aus Harry Potter, ja. Mal. Fritz konnte es auch nicht fassen. Was hier ist. Ist aber nur an dieser Stelle. Das kann sein. Keine Wildtier los. Aber generell, die haben schon coole Möglichkeiten, sich hier mehr frei zu bewegen. Was so. Die haben hier nicht. Guck mal, da unten siehst du das Lager. Die haben hier nicht diese Hecke, die einfach alles dicht macht. Das ist hier irgendwie bei denen nicht. Aber Hecke hat halt Vorteil, dass da Bären dran hängen. Ne? Aber. Ja, die gehen hier. Ja, aber gut, letztens bei ihren Shelter war auch ein Wolf 10 Meter nebenan. Eben. Also es ist eh schon egal, wo du liegst. Die sind da überall. Ja, aber die waren ja letzte Nacht da drin irgendwo, oder? Ja. Und jetzt wollen sie eben raus. Wie? Jetzt wollen sie da an der Küste eben. Ach so. Ich muss sagen, es gibt eigentlich kein Team, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die dieses Mal alle privat kennengelernt habe oder so. Aber es gibt kein Team, wo ich sagen würde so, also es gab in jeder Staffel immer so ein, zwei Leute, wo ich so dachte, ja, okay, juckt mich jetzt nicht zu 100%, you know? Ja, okay, ja, außer wir natürlich, Papa Blattel und Reese, die würde man natürlich, ne, aber da so, jetzt habe ich diese Staffel irgendwie nicht, das finde ich ganz cool. Also eigentlich sind alle Teams ganz fresh. Wir sind jetzt dabei, hier Shelter zu bauen, wup. Da habe ich mich auch gefragt, ist das unbedingt ein Vorteil? Ich habe mir immer wieder, also so die großen Sachen ranzutragen oder auch so viel, haben die einen Vorteil? Ich meine, Hanna ist ja sehr klein, groß, Hanna auf jeden Fall unter 1,60, ich würde sagen 1,60. Vielleicht weiß man es, ich weiß nicht, als 58 oder so, also wirklich sehr, sehr, sehr kleine Person. Du hast natürlich viel weniger einen Energiebedarf. Du brauchst eine viel kleinere Fläche, wo du dein Shelter baust. Du musst ja keine 2 Meter Liegematratze haben, wenn du unter 1,60 bist. Da musst du das auch kleiner bauen. Aber du bist halt auch viel, wenn es darum geht, einfach Baumstämme hin und her zu tragen, haben ja Gerrit und ich einen riesen Vorteil gegenüber Hanna und Affe. Aber das hält sich dann, ne? Deutlich weniger Kraft, aber verbrauchen auch weniger. Das ist völlig egal, oder? Aber weißt du, wie schwer die sind? Weil die sind vollgesaugt mit Wasser. Ja. Und 2 Männer, die vielleicht mehr Muskelkraft haben, es ist so ein Stamm, also über 100 Kilo. Wir haben gemeinsam mit Jan, und Jan ist auch stark, solche Stämme nicht hochbekommen. Also das ist schon heftig. Wir haben Wasser. Das ist alles, was du brauchst, ne? Richtig. Wisst ihr, was ich aus... Das ist so wichtig, die Einstellung. Man sieht es jetzt schon bei den Teilnehmern. Die Einstellung ist das A und das B. Du musst einfach wirklich motiviert bleiben und optimistisch bleiben. So wichtig. Voll. Sobald du anfängst, irgendwie nachzudenken, wie schlecht es dir geht, dass du Hunger hast, dass das nicht passt, alles zu hoch, alles zu dicht, alles zu scheiße, dann ist das eine Abwärtsspirale. Ja. Sag gerade, dass es uns das wird und so zusammenschweißen, Hanna. Nur vorausgesetzt, die kommen miteinander klar. Weil ich nehme mal ein Beispiel. 4,5 Wochen war ich im Team am Südpol, Strecke, 100 Kilometer Akklimatisierung, 400 Kilometer Challenge, minus 40 Grad. Wir leben mit 4 Leute auf 4 Quadratmeter, 4,5 Wochen. Und ich sage immer, du bist Friends Forever und du brauchst dich nie wieder sehen. Und im Team Markus Lanz, dann die Claudia und Dennis. Und genau mit einer von denen und nur einer von denen habe ich einen sehr guten Kontakt und wir sind Freunde für immer. Und mit den anderen zwei gab es nach dem Flug seit 10 Jahren oder 12 Jahren schon her keinen Kontakt und es wird auch nie Kontakt geben. Sieht einfach aus, als wäre schon seit einer Woche unterwegs. Jan ist am 14. Tag gerade. Und dann im. Das ist krass, wie stark die schon so auf. Ich mache das und das, dann geht die Zeit schneller rum und dadurch gehen halt auch indirekt die 14 Tage schneller rum. Finde ich krass. Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, jetzt ist schon ein Tag geschafft oder sowas. Es ging darum, dass wir trocken sind, ein Shelter haben, ein gemütliches Bett. Ich war noch gar nicht in diesem Modus,
irgendwie die 14 Tage rumkriegen und Zeit zu verschwenden, sondern so schnell wie es geht, das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Das ist krass, wie das unterscheidet. Auch die Hände, der Pullover, alles kein. Deswegen habe ich. Er meinte jetzt gerade eben, dass er viel Energie habt. Dann könnte man ja einfach die Nacht durcharbeiten. Habt ihr sowas gemacht? Die Nacht gearbeitet oder nur einen Tag gearbeitet? Nur tags. Nachts wird nicht gearbeitet. Du siehst nichts. Wir sind begrenzt an Licht, was wir haben. Wir haben nur so Headlamps, die halt quasi, wir haben jetzt keine Ersatzbatterien und so ein Quatsch. Also jetzt keine viele. Wir haben nur fürs Filmen die Dinge. Also nachts wird Ruhe und geschlafen. Wir haben tagsüber 12, 13, 14 Stunden Helligkeit. Da wird gearbeitet. Sobald es hell ist, raus. Das hat man, glaube ich, schon mal. Ne? 63 Kilo auf 100 Gramm ist schon gut. Das ist verdammt viel für eine Birria. Die waren richtig schön. 1 Kilo hat 630 Kalorien. Ja, die waren richtig krass süß. Richtig süß. Ich fand auch nicht, dass die wie Blaubeeren geschmeckt haben. Die Blaubeeren in Schweden hatten 36 Kalorien auf 100 Gramm. Echt? Okay, das ist ein Riesenunterschied. Ein Fest. Was hast du da jetzt gefunden, Jan? Okay, Digga, ich dachte, er macht das Ding jetzt voll, Bro. Er hat so handvoll gepflückt. Und wie schmeckt das? Eigentlich ein bisschen wie Blaubeere. Das ist so eine geile Interaktion irgendwie. Das ist so random, Alter. Das ist so random. Und wie schmeckt das? Bruder, das ist so... Alter, die viben so überhaupt nicht, Mann. Das ist so geil. What? Nicht schlecht. What the fuck? Da war's wieder geil. Auch gefährlich natürlich, so einen Flip zu machen. Einmal dreht man sich also mit dem Fuß um, direkt raus. Ja, ist riskant. Er kann das. Das ist ja wirklich sein Element. Aber es ist riskant, ist klar. Hat er, muss ja nicht sagen, was er gemacht hat, aber hat er an sich mehr Flips noch gemacht? Allgemein? Nein. Der einzige Flip war das von ihm? Nein, jeden Tag ein Flip. Jeden Tag ein Flip, okay. Es ist nicht mal, dass es gerade... Ey, aber wie befreiend muss das sein, dass man auf dieser Wiese wieder ist, in der Sonne steht? Essen oder Trinken fehlt. Es ist, dass die Aussicht auf Essen fehlt. Das ist krass. Stell dir vor, diese Grünfläche gibt es nicht und da ist auch überall Urwald. Hey, die waren jetzt gar nicht am Meer, oder? Haben die jetzt abgebrochen? Sind die wieder umgedreht? Ich glaube schon, ne? Die haben abgebrochen, brechen ab. Nein, waren sie nicht. Ah, okay, krass. Obwohl sie es schon gesehen haben. Es ist nicht mal, dass jetzt gerade Essen oder Trinken fehlt. Okay. So viel zu, wie geht's uns an Tag 2? Oh mein Gott. Und jetzt vergleicht mal das mit den Mädels einfach. Oh mein Gott, Alter. Die sind so gut drauf, Mann. Oh mein Gott, unser Spot ist mega geil. Oh. Nee, Mann, wirklich übelsten Respekt, Alter. Affe und Hannah, crazy, Mann. Alter, das ist kranke Scheiße, wirklich. Also ich kenne den Papa Platte und Rize nicht. Wir haben noch nie was miteinander zu tun haben, aber ich kann nur bestätigen, das, was die gesagt haben über den Weg, den wir auch so ähnlich hatten. Es ist genau so, es ist nicht übertrieben. Ich kann es nur bestätigen, dass es so rough ist, dass du dadurch halt quasi fast nicht durchkommst. Boah, Alter, Gänsehaut, was ist das für eine Szene? Dominik komplett am Psychostarren, genau in die Linse. Er macht Stare-Down, Kevin komplett am Verzweifeln. Ja, aber sie haben sich vielleicht so auf Fisch und das Meer eingestellt, weißt du? Ja, das ist, ja, genau. Das will ich jetzt damit ja sagen. Eigentlich haben sie alles. Oh, der Blick. Sie dürfen sich nicht runterziehen lassen. Ja. Das ist natürlich richtig nervig, weil du bist extra so weit gegangen und ich kann es absolut nachvollziehen. Aber einfach als Survival-Profi, der ich mittlerweile bin, das sind die Momente, wo man sich nicht zu Gas reinsteigern darf. Kurz mal einfach pro Contra. Was war jetzt das Schlimmste, was passiert ist? Ja, okay, zum Meer ist eine große Strecke. Pro, wir haben einen wunderschönen Platz gefunden mit Süßwasser, mit Bären, mit Shelter, mit genug zum Bauen. Vielleicht finden wir die nächsten Tage, können wir immer noch Expeditionen machen. Meer fällt halt weg. Mehr Fische zu fangen ist ohnehin richtig schwierig. Ja. Digga, Dominik glotzt einfach in die Kamera. Digga, Junge. Mental knallt's gerade, ey. Ja. Fuck. Keine richtige Option, Alter. Krass. Krass, krass, krass. Aber verständlich. Krass. Krasse wow. Folge. Okay. Krass. Krass, auch geile Folge. Oh Mann, ey, jetzt macht hier jede Folge Ultra Bock, ne?
Ja, was sagen wir zusammengefasst zu der Folge? Es ist wieder sehr viel passiert, finde Team Edition sehr cool. Das Mal war von Knossi und mir sehr wenig zu sehen, muss ich sagen. Nur am Anfang. Schade, weil es waren echt coole Szenen mit Kali und Permanganat. Da haben wir, dass Knossi bei der Aufnahme da nackt zu sehen ist und so. Da haben wir richtig viele lustige Szenen, die da jetzt nicht gezeigt wurden. Titel lautet Die Bauarbeiten beginnen. Ja, vielleicht, wenn wir da noch nicht so viel gebaut haben. Ja, trotzdem ein bisschen schade, weil ich kann mir schon ein bisschen grob erinnern, was jetzt, wo ich es gesehen habe, was wir da alles so gemacht haben, war richtig lustige Szene mit dabei. Ah, scheiße, Digga. Warum ist eure Folie da so an so einem Holzhaufen angebunden? Bruder, das ist unser Shelter, was willst du von mir? Was ist das hier eine scheiß Frage? Das ist unser Shelter, du... Ach, Digga, scheiß drauf, ey. Scheiß auf euch, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, alright?